Im Prozess um die Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hat das Gericht den Geiselnehmer zu 12 Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter sprach von einer Wahnsinnstat. Im November hatte der 35-jährige Mann seine damals 4 Jahre alte Tochter aus der Wohnung der Ex-Frau entführt und auf dem Vorfeld des Flughafens gedroht, sich mit der Tochter in die Luft zu sprengen. Er forderte ein Flugzeug, das ihn mit der Tochter in die Türkei fliegt. Nach 18-stündiger Verhandlung mit der Polizei ergab er sich dann.